Mensch, Jonas, ich habe solche Angst um unsere Mama. Ja, ich weiß, Patricia. Was machen wir denn, wenn sie wirklich unsere Mutter wegen dem Mord an unserer Oma verknacken? Patricia, Mama ist doch keine Mörderin. Ja, das weiß ich, aber... Nichts aber. Das wird auch heute hier sicher so rauskommen. Ja, aber vielleicht glauben die ihr nicht. Guck mal, sie hat schon so viel Mist gemacht. Du meinst, weil sie unseren Vater mit Onkel Axel betrogen hat? Ja, zum Beispiel. Und dass sie uns jahrelang verschwiegen hat, dass unser Onkel unser leiblicher Vater ist. Ja, aber das ist doch was ganz anderes. Sie ist doch noch lange keine Mörderin. Ach Mensch, ich hoffe, die Richter sehen das genauso. Meinst du, dass Papa und Mama nach der Verhandlung wieder zusammenkommen? Ich meine, wenn rauskommt, dass Mama unschuldig ist? Hoffentlich. Ich bin bloß froh, dass Papa trotz allem immer noch zu uns steht. Natürlich stehe ich zu euch. Ihr seid doch meine Kinder. Das wird sich auch niemals ändern. Auch wenn ich nicht euer leiblicher Papa bin. Doris Fuchs, geboren 2.4.1969 in Hamburg, wohnhaft in Hamburg, verheiratet, Hausfrau. Seit dem 4.4.2008 in Untersuchungshaft in der Untersuchungshaftanstalt Hamburg. Die Angeklagte begab sich am 27.03.2008 zwischen 20.15 und 20.45 Uhr in das Schlafzimmer ihrer todkranken Schwiegermutter Marianne Fuchs in deren Haus in Hamburg. Dort spritzte sie der arg und wehrlosen Marianne Fuchs in Tötungsabsicht einen Sud aus der Wurzel des blauen Eisenhutes mit ca. 10 Milligramm des Giftes Azonitin. Dabei gab sie vor, der Schwiegermutter wie jeden Abend die notwendige Insulinspritze zu verabreichen. Marianne Fuchs verstarb wenig später qualvoll an einer Lähmung der Atemmuskulatur. Die Angeklagte wollte durch die Tat verhindern, dass Marianne Fuchs vor ihrem Tod ihrem Sohn erzählte, dass nicht er der leibliche Vater ihrer beiden Kinder ist, sondern dessen Bruder, mit dem die Angeklagte ein Verhältnis hatte. Die Angeklagte wird somit des Mordes beschuldigt, strafbar gemäß dem § 211 des Strafgesetzbuches. Frau Fuchs, die Anklage haben Sie gehört, wollen sich dazu äußern? Ja, unbedingt. Was sagen Sie dazu? Naja, dass ich in meinem Leben ganz bestimmt viele Fehler gemacht habe, auch gravierende. Aber der Mord an meine Schwiegermutter, der gehört gewiss nicht dazu. Mein Gott, ich habe sie gepflegt und umsorgt. Nur noch mal zum Verständnis für alle. Ihre Schwiegermutter wurde bei sich zu Hause gepflegt, und zwar von Ihnen, weil sie unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt war. Ja, stimmt. Also Marianne wusste, dass sie nur noch 4 Monate zu leben hat. Und hatte den Wunsch, zu Hause zu sterben. Dann habe ich mich um sie gekümmert. Ich hatte genug Zeit als Hausfrau und Mutter. Und ich wollte ihr die letzten Tage so schön wie möglich gestalten. Es ist also völlig irre anzunehmen, dass ich sie vergiftet haben soll. Ich glaube nicht, dass meine Anklage, die ich gegen sie erhoben habe, irre ist. Und das werde ich Ihnen auch erklären. Ihre Schwiegermutter wollte, bevor sie stirbt, sich noch irgendetwas von der Seele reden. Und dieses irgendetwas, das war für sie so wichtig, weil es ihr ganzes Leben umgekrempelt hätte. Also, und das wollten sie durch die Tötung ihrer Schwiegermutter verhindern. Nein, das ist Unsinn. Ja, sie wusste, dass ich in der Vergangenheit was Schlimmes gemacht habe. Aber das hätte sie nicht ausgeplaudert. Auf gar keinen Fall. Die ganze Familie wäre zerbrochen. Und das hat sie ganz bestimmt nicht gewollt. Dann nennen wir doch dieses Geheimnis einfach mal beim Namen. Meine Kinder sind nicht von meinem Mann. Sind von seinem Bruder Axel. Also meinem Schwager. Reicht das? Nicht ganz. Ich meine, Sie werden heute im Lauf der Hauptverhandlung nicht drumherum kommen, noch öfter und intensiver über das Verhältnis zu Ihrem Schwager zu sprechen. Also gut. Mein Mann hat mich sehr vernachlässigt. Wir waren frisch verheiratet und er hat rund um die Uhr gearbeitet. Axel war zu Besuch da und dann hat das eine das andere ergeben. Und seit wann wissen Sie, dass Ihre beiden Kinder nicht von Ihrem Ehemann, sondern von Ihrem Schwager sind? Seit Marianne mir davon erzählt hat. Irgendwie hat sie Wind bekommen von der Affäre, mit Axel und mir. Und nein, dann hat sie heimlich einen Vaterschaftstest machen lassen. Ich hätte das nie gemacht. Ist doch völlig egal, von wem die Kinder sind. Also ich liebe sie so oder so. Das sagen Sie jetzt so locker, ja? Ist natürlich klar, dass es vielleicht für Sie nichts bedeutet, von wem die Kinder sind. Aber für Ihre Kinder bedeutet es vielleicht zu wissen, wer Ihr Vater ist. Und für Ihren Schwager bedeutet es auch zu wissen, dass er eigentlich der Vater ist und nicht sein Bruder. Und für einen Ehemann hat es auch enorme Wichtigkeit. Ja? Das macht einen großen Unterschied. Und nicht so, wie Sie es hier darstellen, es wäre ja alles egal gewesen. Sie wollten um jeden Preis verhindern, dass Ihre Schwiegermutter dieses Geheimnis preisgibt. Und deswegen haben Sie sie auch umgebracht. Sie wollen das nicht verstehen, ne? Ich kann es auch nicht verstehen.
Warum sollte sie denn ihren Söhnen und Enkeln diese Geschichte zumuten? Wem hätte das was genützt? Nein, Marianne wollte sich was anderes von der Seele reden. Und was soll das gewesen sein? Naja, sie hat da so ein komisches Verhältnis zu dieser Birgit Lohwasser. Das ist ein Mädchen, die in ihrem Friseurgeschäft gearbeitet hat und den Laden auch, nachdem meine Schwiegermutter in Rente gegangen ist, übernommen hat. Und seitdem hingen die beiden wie die Kletten zusammen. Ich meine, da stellt man sich doch die Frage, was haben die sich eigentlich zu erzählen, bei dem Altersunterschied? Die Verbindung zwischen den beiden Frauen, die ging eindeutig über eine normale Freundschaft hinaus. Ich denke, die beiden verband ein dunkles Geheimnis, das Marianne Fuchs vor ihrem Tod lüften wollte. Und das musste die Birgit Lohwasser unter allen Umständen verhindern. Ein dunkles Geheimnis. Was für eins denn, Herr Verteidiger? Haben Sie bitte ein bisschen Geduld, auch wenn das ganz gegen Ihre Gewohnheit ist. Ich erkläre es Ihnen gerne später, bei passender Stelle. Jetzt noch mal zu Ihnen. Waren Sie an diesem 27. März bei Ihrer Schwiegermutter zu Hause? Nein, den ganzen Tag nicht. Ich bin ja davon ausgegangen, dass Frau Lohwasser sich um Sie kümmert. Das hat meine Schwiegermutter mir am Telefon ja so gesagt. Und wo waren Sie am Abend, so zwischen 20 und 21 Uhr? Ich war mit meinem Hund Astor spazieren. Es war ziemlich genau zwischen 20 und 21 Uhr. Und aus dem Grunde kann ich Sie auch nicht vergiftet haben. So, und jetzt sage ich auch kein Wort mehr dazu. Noch weitere Fragen? Keine. Dann dürfen Sie beim Verteidiger Platz nehmen. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Der Zeuge Ingo Fuchs, bitte, Herr Seele. Oh, Herr Meierhof, Entschuldigung. Einfach die Macht der Gewohnheit. Eigentlich kann man Sie ja nicht verwechseln. Schon okay. Apropos, ich habe heute Morgen mit meinem Kollegen Herr Seelhoff telefoniert. Er sagte, es ging ihm schon wieder viel besser nach seiner Auseinandersetzung mit dem Zeugen vor 3 Tagen. Er sagte, er kommt nächste Woche wieder zum Dienst. Ah ja, super, das sind ja gute Neuigkeiten. Und jetzt Herrn Fuchs, bitte schön. Herr Fuchs? Herr Fuchs, guten Tag. Kommen Sie mal bitte hier nach vorne, nehmen Sie bitte hier Platz. Ich muss Sie schon mal belehren, dass Sie als Zeuge hier natürlich die Wahrheit sagen müssen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Ingo Fuchs, 39 Jahre alt, Sie wohnen in Hamburg, Sie sind verheiratet? Noch. Aber sobald dieser Prozess hier ausgestanden ist, werde ich die Scheidung einreichen. Sie sind Kühlanlagenbauer und Sie sind der Ehemann der Angeklagten. Ja. Als Ehemann haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie können frei entscheiden, ob Sie überhaupt hier aussagen wollen. Ich sage aus. Meine Frau muss für den Mord an meiner Mutter bezahlen. Ingo, ich habe deiner Mutter nichts getan. Spar dir deine Lügen. So, bitte, jetzt lassen Sie das gerade mal sein. Wann haben Sie denn zuletzt Kontakt mit Ihrer Mutter gehabt? Am 24.03., so gegen 18 Uhr, da hat mich meine Mutter auf dem Handy angerufen. Ich war zu dem Zeitpunkt auf Montage in Dänemark. Und was wollte Ihre Mutter von Ihnen? Ja, sie hat gesagt, sie hätte etwas sehr Wichtiges mit mir zu besprechen und das will sie nicht mit ins Grab nehmen. Und was war das? Das hat sie leider nicht gesagt. Sie hat nur gemeint, sie wolle das mir nur persönlich sagen und nicht am Telefon. Mhm. Naja, und dann haben wir ausgemacht, dass ich bei ihr vorbeischaue, sobald ich aus Dänemark zurück bin. Ja, wollten Sie denn nicht schon früher wissen, was Wichtiges es da ging? Doch, klar wollte ich das wissen. Und ich habe mir natürlich auch viele Gedanken gemacht, besonders weil meine Mutter auch sehr aufgeregt geklungen hat. Also habe ich meine Frau gefragt, aber die hat das Thema gleich abgewürgt und gemeint, ja, meine Mutter wäre irgendwie in letzter Zeit etwas verwirrt und durcheinander. Das kam mir gleich ein bisschen komisch vor. Ich habe überhaupt nichts abgewürgt. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung gehabt, worüber sie mit dir sprechen wollte. Du wusstest haargenau, dass meine Mutter mir von deinem Verhältnis mit Axel erzählen wollte. Oh, Ingo. Haben Sie dann, als Sie von der Montage aus Dänemark zurückgekommen sind, direkt mit Ihrer Mutter gesprochen? Am 28.03., so gegen 9, bin ich dann zu ihr rüber. Aber da war es schon zu spät. Als ich in ihr Schlafzimmer gegangen bin, da lag sie bereits tot im Bett. Ja, zuerst habe ich gedacht, es ist jetzt halt soweit und der Krebs hätte sie besiegt. Ich frage das Nächste jetzt einfach wegen der Spurenlage. Was haben Sie dann gemacht? Ich habe mich erst mal setzen müssen. Ich war fix und fertig. Und dann habe ich den Hausarzt angerufen. Und mit welchem Telefon? Mit meinem Handy. Das schnurlose Telefon, das meine Mutter normalerweise auf dem Nachttisch liegen hatte, das war gar nicht da. Es hat auch die Spurensicherung später in der Ladestation gefunden. Fein säuberlich abgewischt, dass kein einziger Fingerabdruck festgestellt werden konnte. Das hat sicher meine Frau ihr weggenommen, damit sie keine Hilfe rufen kann. Aber meine Mutter hat sich zu helfen gewusst. Mit einem Zettel, den habe ich links neben dem Bett auf dem Fußboden gefunden. Und dafür spricht auch, wie man hier auf den Tatortfoto sehen kann, dass sie den Zettel in der linken Hand gehalten haben muss. Ihre Mutter war Rechtshänderin. Also hatte sie den Zettel links gehalten, was draufgeschrieben. Und der muss ihr dann später aus der linken Hand gefallen sein und dann dort auf dem Boden gelandet sein. Diesen Zettel, der wohl die letzte Nachricht ihrer Mutter beinhaltet, den haben wir auch hier. Ich habe nur noch einige Minuten zu leben, aber ich muss mir
etwas von der Seele schreiben, bevor ich sterben werde. Ich habe das zuerst auch nicht verstanden. Und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, wieso weiß meine Mutter, dass sie nur noch wenige Minuten zu leben hat? Und dann ist schon der Hausarzt gekommen und ich habe nicht weiter darüber nachgedacht. Und der hatte dann direkt auch die Vermutung, dass ihre Mutter keines natürlichen Todes gestorben ist. Ja, Dr. Wies hat sich darüber gewundert, dass meine Mutter so stark geweitete Pupillen hat. Und na, als ich ihm dann noch den Zettel gezeigt hat, da hat er sofort eine Obduktion veranlasst. Das ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Den Bericht der Obduktion, den habe ich auch hier, der kommt bei der Gelegenheit zur Verlesung. Hier steht, am Leichnam von Marianne Fuchs wurden durch Aconitin verursachte Vergiftungserscheinungen festgestellt. Im Blut konnten 10 Milligramm dieses Giftes nachgewiesen werden. Außerdem wurde ein Einstich in den Bauch festgestellt, der zweifelsfrei von der vorgelegten Spritze, also die wurde von der Spurensicherung vorgelegt, und mit dieser Spritze wurde offensichtlich das Gift in den Bauch injiziert. Todesursache eine Lähmung der Atemmuskulatur, deshalb Hinweise auf nicht natürlichen Tod. Todeszeitraum wurde eingegrenzt auf den 27. März 2008 zwischen 20 Uhr und 21 Uhr. Ich habe im Internet nachgelesen, dass man bei solch einer Vergiftung den Lähmungsprozess bei vollem Bewusstsein erlebt. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, welche Qualen meine Mutter leiden musste. Ich habe mich da auch mal informiert. Dieser blaue Eisenhut, das sind mal wirklich schreckliche Vergiftungen. Und Menschen, die das überlebt haben, die haben da so Empfindungen beschrieben wie Eiswasser in den Adern. Ja, genau das muss meine Mutter sofort erkannt haben. Sie hat ja selbst so eine Hexenküche im Keller gehabt, wo sie selbst gesammelte Kräuter und Pflanzen zu irgendwelchen Heilmittelchen verarbeitet hat. Also ihre Mutter kannte sich dann auch mit giftigen Pflanzen aus. Ja, sie hatte auch so eine Wurzel von diesem Eisenhut im Haus. Das hat sie in minimalen Dosen für eine Erkältungssalbe verwendet. Mhm. Also das Foto, das wir von ihrer Mutter hier haben, da ist sie auch in dieser Hexenküche. Das war offensichtlich so eine Leidenschaft von ihr. Und in dieser Hexenküche hat die Spurensicherung eben auch solche Eisenhut-Wurzelüberreste gefunden. Das spricht doch sehr dafür, dass das Gift in ihrer eigenen Hexenküche, also bei ihr im Haus, zubereitet worden ist. Jetzt könnte man hier auf die Idee kommen, dass das Ganze vielleicht ein Selbstmord war. Aber dazu passt wieder nicht dieser Zettel, der aufgefunden wurde. Ja? Weil ihre Mutter wusste ja sehr gut über die Wirkung Bescheid, hätte sie sich selber umbringen wollen, dann hätte sie sicher zuerst den Zettel zu Ende geschrieben. Hm? Deswegen hat sie wahrscheinlich auch bei diesen Symptomen sofort gewusst, dass es sich nicht um ihre allabendliche Insulinspritze handeln konnte. Und deswegen hat sie wahrscheinlich auch noch versucht, auf dem Zettel klarzumachen, warum meine Frau sie gerade umbringt. Schauen Sie mal, im Garten ihrer Mutter, da wurden in diesem gemauerten Grill von der Spurensicherung diese verbrannten Reste von Vaterschaftstest gefunden. Ja, ist erstaunlich, was die Kriminaltechnik inzwischen alles zu leisten imstande ist. Jedenfalls konnte die Kriminaltechnik anhand dieser Überreste das Labor ermitteln, in dem die Vaterschaftstests durchgeführt worden sind. Und dieses Privatlabor, das hat bestätigt, dass Marianne Fuchs vor 3 Jahren einen Vaterschaftstest in Auftrag gegeben hat. Damit ist doch wohl auch das Motiv an dem Mord klar, ja? Sie wollten einfach verhindern, dass die ganze Geschichte rauskommt. Und wer hätte denn sonst ein Interesse daran, diese Vaterschaftstests zu vernichten? Ich habe diese Dinger nicht verbrannt. Und ich habe auch keine Ahnung, wer das gewesen ist. Aber haben Sie vielleicht mal darüber nachgedacht, dass Marianne das selber verbrannt hat? Aha. Ich meine, sie wollte bestimmt nicht, dass das jemand erfährt. Wir haben doch noch letzten Sommer dort gegrillt. Und außerdem, seit meine Mutter aus der Klinik entlassen wurde, konnte sie das Haus gar nicht mehr verlassen. Wie hätte sie das denn bitte schön verbrennen sollen im Garten? Herr Fuchs, vielleicht mal zu einem ganz anderen Thema. Wie war denn überhaupt das Verhältnis zwischen ihrer Mutter und ihrer Ehefrau? Die beiden konnten sich von Anfang an nicht leiden. Meine Mutter war auch strikt dagegen, dass ich Doris heirate. Und da hätte ich mal auf sie hören sollen. Also Sie sagen, die beiden haben sich ja überhaupt nicht verstanden. Dann wundere ich mich umso mehr, dass trotzdem ihre Ehefrau ihre Mutter gepflegt hat. Ja, das ist komisch. Vor circa 3 Jahren haben die beiden sich plötzlich angenähert. Besser gesagt, war Doris plötzlich hin und weg von meiner Mutter und hat sie betüdelt von Hacke bis Nacke. Frag noch. Dankeschön, Herr Fuchs. Ich will Sie nicht länger in Beschlag nehmen. Sie dürfen dahin Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Patricia Fuchs, bitte. Frau Fuchs, guten Tag. Hallo, Frau Mama. Hallo, mein Schatz. Frau Fuchs, ich habe ja Verständnis. Sie haben meine Mutter lange nicht gesehen, aber kommen Sie bitte in die Mitte. So, Frau Fuchs,
Als Zeugin? Sie können mich Patricia nennen. Also gerne. Also als Zeugin müssen Sie die Wahrheit sagen. Wenn eine Falschaussage, würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Patricia Fuchs, 18 Jahre alt. Sie wohnen in Hamburg, sind ledig, Fremdsprachensekretärin, die Tochter der Angeklagten. Damit können Sie vorher entscheiden, ob Sie überhaupt hier aussagen wollen. Wollen Sie aussagen? Ja, natürlich. Also meine Mama kann meiner Oma gar nichts angetan haben, das weiß ich. Wieso, wissen Sie das? Naja, weil ich an dem Abend um 7:30 zu Hause war und 10 Minuten später ungefähr hat meine Oma angerufen. Und sind Sie da ans Telefon gegangen? Nee, Mama ist ran und hat kurz mit ihr geredet. Und ich habe dann gefragt, wie es Oma geht. Und sie sagte gleich, ihr geht's gut. Ich müsse heute Abend nicht mehr hingehen, weil diese Birgit Lohwasser sich um sie kümmert. Mhm. Und naja, damit ist doch alles gesagt. Ist doch klar, diese Birgit Lohwasser war an dem Abend bei meiner Oma. Ist nicht meine Mama. Schnell, oder, Fräulein Fuchs, diese Schlussfolgerung? Wer sagt denn, dass sie ihre Mutter nicht angelogen hat über den Inhalt des Telefonats? Hm? Ich meine, ich hätte ihr es doch angesehen, hätte sie mich angelogen. Sie hat sich den ganzen Abend darauf gefreut, mit Astor Gassi zu gehen. Ist Ihre Mutter dann mit dem Hund Gassi gegangen? Ja, so gegen 20 Uhr rum. Und wann ist Ihre Mutter wieder zurückgekommen? Das müsste so um 21 Uhr rum gewesen. Und in welcher Verfassung war sie da, als sie zurückkam? Völlig normal, so wie immer eigentlich. Sie hat mir noch gesagt, dass ihr der Spaziergang richtig gut getan hat, dass sie mal den Kopf frei bekommen konnte, weil ich meine, in letzter Zeit hatte sie ja wirklich viel zu tun mit Oma. Sie musste sich ja um sie kümmern. Tja, aber wenn Ihre Mutter wirklich mit dem Hund unterwegs war, dann frage ich mich schon, wieso sie niemand gesehen hat. Hm? Ihre Mutter wurde deswegen irgendwo gesehen, weil sie nämlich von zu Hause aus schnurstracks zur Oma gelaufen ist mit dem Hund. Dann ist sie in den Keller, in diese sogenannte Hexenküche, und hat dort dieses Gift, das sie bereits vorher vorbereitet hat, mit der Spritze aufgezogen. Niemals. Und dann ist sie zur Oma und hat sie umgebracht. Niemals. Und während sie da ihr Werk vollendet hat, da hat sich nämlich der Hund mit der Katze ihrer Oma gestritten. Und das hat sie übersehen. Das ist doch kompletter Unsinn. Ich war mit dem Astor überhaupt nicht bei meiner Schwiegermutter. Wir haben ja ein Foto von diesem Hund Astor auch hier. Haben Sie denn den Hund an dem Abend noch gesehen? Also nachdem Ihre Mutter wieder nach Hause kam? Ja. Und hat der Hund da irgendeine Verletzung gehabt? Ja, nichts Großes. Ein kleinen Kratzer am Auge. Wahrscheinlich, weil er mal wie ein Hase durch die Hecke gefolgt ist. Ach, hat Ihnen das Ihre Mutter erzählt? Ja. Aha. Und was ist mit der Katze Ihrer Oma? Wieso mit Patsy? Ja, mit Patsy. Da waren Sie doch beim Tierarzt mit Patsy. Ach so, ja, das meinen Sie. Ja, also ich habe Patsy im Arbeitszimmer von meiner Oma gefunden und sie hat gehumpelt und dann bin ich gleich mit ihr zum Tierarzt. Und wann war das? Das war an dem Tag, an dem mein Papa meine Oma tot gefunden hat. Und was hat der Tierarzt gesagt über Patsy? Dass Patsy von einem Hund gebissen wurde. Und die Patsy ist eine Hauskatze, ja? Ich meine, wieso soll sie also einen Hund beißen, wenn es nicht der Astor war? Das war nicht der Astor, das... Das ist doch ganz einfach. Mhm. Auch eine Hauskatze kann von fremden Hunden gebissen werden. Wie denn? Naja, die Terrassentür meiner Schwiegermutter ist ja häufig geöffnet. Aha. Und das habe ich selbst einmal im Sommer gesehen, dass ein fremder Hund von der Straße durchs Haus getobt ist und hinter der Katze hergejagt ist. Oder die Hauskatze Patsy ist einfach ausgebüxt und wurde dann auf der Straße von irgendeinem Hund gebissen. Können Sie mir vielleicht erklären, Herr Verteidiger, wieso dann die Hundehaare von Astor auf die Tageszeitung von Frau Fuchs kommen, die im Flur lag, nachdem sie der Zeitungsausträger durch den Türschlitz geworfen hat? Woher soll ich denn wissen, woher diese Hundehaare kommen? Ich weiß es aber. Die Spurensicherung hat nämlich, nachdem klar war, dass der Astor mit einer Katze Auseinandersetzung hatte, die Wohnung der Oma bzw. den Flur nach Hundehaaren abgesucht. Und siehe da, man hat doch tatsächlich auf der Tageszeitung Hundehaare gefunden. Dass diese Haare aus einem Gefecht zwischen Patsy und Astor stammen, das ist damit aber noch lange nicht gesagt. Mhm. Es kann doch sein, dass die Haare von Astor irgendwann schon mal früher in das Haus des Opfers gelangt sind und irgendwann vielleicht durch einen Windstoß dann auf diese Tageszeitung gekommen sind. Hm? Zum Beispiel. Und nochmal, ich war nicht bei meiner Schwiegermutter an dem Tag. Weder alleine noch mit Astor. Patricia, wann waren Sie das letzte Mal bei Ihrer Oma vor Ihrem Tod? Das müsste so 10 Tage vor Ihrem Tod gewesen sein ungefähr. Ich meine, ich war immer bei Oma, wenn ich Zeit hatte. Sie sagen, Sie waren immer bei Oma. Wieso waren Sie dann die letzten 10 Tage nie dort? Immerhin wohnt sie ja nur oder hat nur ein paar Häuser weiter gewohnt. Ja, schon, aber... Ich weiß nicht, wahrscheinlich hatte ich keine Zeit.
Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass sie ihre Mutter in letzter Zeit davon abgehalten hat, die Oma zu besuchen. Mama hat damit nichts zu tun. Ich sage Ihnen jetzt was, Fräulein Fuchs. Sie stehen hier unter Wahrheitspflicht. Und das sage ich Ihnen nur ein einziges Mal. Mama hat damit nichts zu tun. Sie hat mich nicht von Oma ferngehalten. Sie hat lediglich mal gesagt, dass Oma zurzeit einfach keinen Besuch verkraften kann, weil es zu anstrengend für sie ist. Vielleicht, weil ihre Mutter wusste, dass die Oma über die Vaterschaft berichten wollte und ihnen sagen wollte, dass ihr Onkel ihr leiblicher Vater ist. Und vielleicht hat ihre Mutter deswegen versucht, alles zu tun, dass sie nicht zur Oma gehen, um sie von dieser Beichte abzuhalten. Nein, Oma hätte das nie erzählt. Sie hätte gewusst, wie sehr sie alle Leute damit verletzt. Sie haben ja vorhin gesagt, dass sich an dem Abend Birgit Lohwasser um ihre Oma kümmern wollte, richtig? Genau. Was wissen Sie denn über die Beziehung zwischen Frau Lohwasser und ihrer Oma? Also das, was ich weiß, ist, dass diese Birgit sich immer bei meiner Oma eingeschleimt hat. Mhm. Weil meine Oma doch diesen Friseurladen besitzt und sie an den ran wollte. Mhm. Aber irgendwie was? Naja, heute denke ich, dass da irgendwie mehr dahinter gesteckt hat. Mhm. Weil nachdem Birgit dann den Laden von meiner Oma übernommen hat, hat sie immer noch bei ihr rumgehangen. Das ist doch merkwürdig, oder? Ich meine, die ist ein paar Jahre älter als ich. Das ist doch komisch. Was will sie bei meiner Oma? Irgendwas hatten die beiden also wohl laufen, was keiner wissen durfte. Und ich glaube, das hat etwas zu tun mit einem Brand eines anderen Friseurladens vor 2 Jahren. Nachdem Birgit Lohwasser den Laden ihrer Oma übernommen hatte, da zog doch ein Billigfriseurladen in dieselbe Straße, oder? Ja, das stimmt. Meine Oma hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass die ganzen Stammkunden jetzt von Birgit zu dem neuen Billigfriseurladen gehen. Und der Laden stand auf der Kippe. Und diese Birgit war immer total angespannt. Naja, und dann hatten sie halt Glück im Unglück. Heißt Glück im Unglück? Inwiefern? Ja, dieser Billigfriseurladen ist total abgebrannt. Und somit sind die ganzen Leute wieder zur Birgit gegangen. Ganz genau, aber Glück im Unglück, wie Sie das nennen, würde ich nicht gerade sagen. Denn es wurde damals ganz eindeutig ermittelt, dass dieser Billigfriseurladen aufgrund von Brandstiftung abgebrannt ist. Die Brandstifter allerdings, die hat man nie ermittelt. Ja, das stimmt. Und ich habe Birgit und Marianne gemeinsam tuscheln gesehen. Und ich habe gehört, was sie gesagt haben. Und Birgit meinte dann zu Marianne, du darfst davon niemandem was verraten. Halt bloß dicht, dann passiert uns auch nichts. Und das bedeutet doch ganz eindeutig, dass die beiden Frauen da irgendwie in diesen Brand verwickelt waren. Was muss damit zu tun gehabt haben? Nachdem durch diesen Brand auch noch ein Elektriker schwer verletzt wurde, kann man sich doch lebhaft vorstellen, wie Frau Fuchs ihre Großmutter da ein schlechtes Gewissen gehabt hat. Wie sie unter diesem schlechten Gewissen, unter dem, was sie da gemacht hat, gelitten haben muss. Und das wollte sie sich einfach kurz vor ihrem Tod noch von der Seele reden. Jetzt ist meine Mutter auch noch eine Brandstifterin? Das kann doch wohl nicht ihr Ernst sein. Oh doch, genau dieses Geheimnis wollte ihre Mutter ihnen auch gestehen. Das wollte und konnte sie einfach nicht mit ins Grab nehmen. Und das hat sie auch auf diesem Zettel, den wir vorhin vorgelesen bekommen haben, gemeint. Und Birgit Lohwasser, die konnte das natürlich nicht akzeptieren. Die musste das unter allen Umständen verhindern. Denn sie fürchtete natürlich ganz massive strafrechtliche Konsequenzen. Ja, Frau Fuchs, ich hätte nur eine Frage. Wer hat eigentlich die Wäsche ihrer Oma gewaschen? Keine Ahnung, aber meine Mutter ganz sicher nicht. Gut, dann bleibt die Zeugin unvereidigt. Nehmen Sie bitte hinten Platz. Der Zeuge Axel Fuchs, bitte.